Deine verfluchten Zorkins. Ich weiß nicht, wozu sie gut sind, aber ich hoffe, du verbreitest damit Furcht und Schrecken. Hier hast du deine verfluchten Zorkins.
Hast du das woanders schon günstiger gesehen? Das glaube ich kaum. Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Slade! Komm, Slade! Slade hier, was ist, Wolf? Wir werden angegriffen. Wir können Ihre Hilfe gebrauchen. Verstanden. Ich mache mich auf zum Lager. Ich bin nicht mehr im Lager. Ich wollte den Talanern helfen. Was? Verdammt, Wolf, Sie sollten doch da bleiben. Nicht jetzt, Cutter. Wir stecken in Schwierigkeiten und halten hier nicht ewig aus. Wie ist Ihre Position? Moment. Hey, was sind wir hier? Wir sind nördlich der Barriere in Shamazar. Barriere in Shamazar? Geht das auch präziser? Ich habe das letzte nicht verstanden, Blake. Gehen Sie nach Nordwesten und bitte pronto, Marion Ende. Wolf, Wolf, komm in Wolf. Verdammt, als wenn ich noch mehr Ärger gebrauchen könnte. Was ist mit dir los, Ulukai? Hast du die ganze Zeit geschlafen? Kein einziger Talaner scheint dich mehr zu fürchten. Kaum jemand kommt vorbei und kauft einen heiligen Gegenstand. Nicht mal zum Billigtarif. Könntest du ihnen nicht ein wenig Angst machen? Ich muss doch mit meinen Brüdern mithalten können. Hier hast du deine verfluchten Zorkins. Damit kannst du richtig Schaden anrichten, oder? Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Nimm dir deine heiligen Gegenstände. Hier hast du deine verfluchten Zorkins. Sehr gute Wahl, Ulukai. Hast du deine verfluchten Zorkins? Passt zu deinem Hemd, Ulukai.
hast du deine verfluchten Zorkins? Hast du das woanders schon günstiger gesehen? Das glaube ich kaum. Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Eine Frage. Kannst du mich heilen? Natürlich, Ulukai. Aber pass von jetzt an ein bisschen besser auf dich auf. Ich muss dir etwas sagen. Hier drüben, Ulukai. Was möchtest du? Wusstest du, dass die Barriere im Norden gefallen ist? Was da wohl los ist?
Leute. Bist du schon fertig? Das bin ich. Möge es dir behilflich sein, Urukai. Wird das reichen? Ja, damit kann ich das herstellen, worum du mich gebeten hast. Bitte gib mir etwas Zeit. Geortet.
Sie beanspruchen Ihren Schutzengel in letzter Zeit aber auch ziemlich, oder? Ist ja schon gut, Wolf. Aber ich sagte doch, Sie sollen im Lager der Wächter bleiben. Was machen Sie dann hier? Ich sollte doch bei den Wachen bleiben. Als ich hörte, Sie würden dieses Trainingslager der Ventilopen angreifen, entschloss ich mich, Ihnen zu helfen. Sie wissen, dass ich das anders meinte. Das ist das zweite Mal, dass Sie einen Befehl missachten und mich in Schwierigkeiten gebracht haben. Das ist wirklich nicht fair, Slade. Ich wollte nur helfen. Nebraska drohte... Das ist Vergangenheit, Wolf. Daran wird sich sowieso niemand erinnern, wenn die Wächter nicht bald die Sonde finden. Ich wollte Sie nur wissen lassen, dass ich mit dem Ausgang der Anhörung nicht das Geringste zu tun hatte. Die Meine Mutter... Die hat Sie nicht zum Lügen gezwungen, Marion. Und das wissen Sie. Sie wollten und konnten den Folgen nicht ins Auge sehen, die ihr Verhalten gehabt hätte. Das stimmt nicht! Ach nein, warum haben Sie sich dann nicht gegen Sie gewehrt? Ich weiß, Sie können das. Sie haben doch auch gegen Ihren Willen Journalismus studiert. Woher wissen Sie das? Ich kann lesen, Wolf. Der Artikel im Time-Magazin über Ihre einflussreiche Familie war sehr aufschlussreich. Ach, das Ding. Ja, genau. Und abermals bin ich es, der hinter Ihnen herräumt. Vielleicht interessiert Sie das ja nicht besonders, aber es gibt keine Nacht, in der ich nicht schweißgebadet aufwache und Nebraska vom Kran stürzen sehe. Sein Schrei scheint nicht enden zu wollen. Ich weiß sehr wohl, dass ich Mist gebaut habe. Ich habe denselben Traum, Wolf. Aber jetzt im Moment habe ich keine Zeit, den Babysitter zu spielen, während Sie sich zur Wiedergutmachung als Heldin probieren. Babysitter? Ich habe den Laden in die Luft gejagt, weil ich Ihnen helfen wollte! Danke, und jetzt bewegen Sie Ihren Hintern zurück ins Lager. Vielleicht werden Sie ja eines Tages klüger, Slade. Ich habe gehört, sich dauerhaft wie ein Arschloch zu benehmen, ist nicht gut für den Cholesterinspiegel. Jetzt muss ich mich wohl geehrt fühlen. Nicht jeder kann behaupten, dass sich das ganze Universum gegen einen verschworen hat. Bist du schon fertig? Das bin ich. Möge es dir behilflich sein, Urukai. Wird das reichen? Ja. Damit kann ich das herstellen, worum du mich gebeten hast. Bitte gib mir etwas Zeit.